Konkret auf TeleZ wird Ihnen präsentiert von Domo Reisen. domo-reisen.ch. Mit der Schlussabstimmung ist die Sommersession im Parlament am letzten Freitag zu Ende gegangen. Viel ist in den letzten 3 Wochen debattiert und entschieden worden, auch aus Sicht des Kantons Zürich. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zum Sessionskonkret mit unseren beiden Ständeräten, Daniel Josic von der SP und Rudi Noser von der FDP. Grüezi miteinander. Sie haben beide während dieser Session verschiedene Geschäfte in den Ständerat gebracht, Daniel Josic, unter anderem eine Motion für Drogensuchtests in der Armee. Der Ständerat hat sich einstimmig stark gemacht dafür. Warum braucht es die? Ja, ich glaube, das ist eine Frage von der Sicherheit, weil Soldaten ja Waffen bedienen, schweres Gerät, Fahrzeuge umeinander fahren. Und da muss gewährleistet sein, dass kein Alkohol im Spiel ist, das kann man heute schon, und dass aber auch keine Drogen konsumiert werden von diesen Leuten, oder dass die nicht unter Drogeneinfluss stehen von diesen Leuten, wo dann eben in Situationen sind, wo allenfalls die Sicherheit von ihnen, von den Angehörigen von der Armee oder auch von der Bevölkerung tangieren. Jetzt werden sich viele Zuschauerinnen und Zuschauer fragen, ja, gibt es das denn heute nicht? Schaut man das heute noch nicht an? Man kann Drogentests machen, aber nur auf einen konkreten Verdacht hin. Aber so allgemein, wie man es im Strassenverkehr machen kann, kann man nicht. Und ich bin der Meinung, das Instrument muss ein Kommandant haben. Natürlich nicht jeden Morgen. Also präventiv in dem Ja, präventiv. Wenn er sagt, zum Beispiel, wir machen heute jetzt eine Verschiebung mit Panzer beispielsweise, dass er dann muss können gewährleisten, dass seine Leute nicht unter Drogen stehen und nicht unter Alkohol stehen. Und die kritischen Stimmen sehen jetzt Persönlichkeitsrecht von der Armeeangehörigen infrage gestellt. Ja, das ist natürlich ein gewisser Eingriff, aber ich glaube, man muss einfach wie immer in so Situationen abwägen zwischen Sicherheit auf der einen Seite und der individuellen Freiheit. Und es gibt nun mal kein Recht darauf, Drogen zu konsumieren und schon gar nicht, wenn man nachher mit einem Panzer rumfährt. Und von dem her, glaube ich, für die, die keine Drogen konsumieren, ist das kein Problem. Und für die, die konsumieren, ist es ein Problem, aber das soll sie auch weiss sein. Rudi Noser, Sie wollen das Obligatorium für Hundekurs abschaffen und haben da dafür eine entsprechende Motion in Ständerat gebracht. Es geht vor allem um den Sachkundenachweis, was seit 2008 obligatorisch ist. Jetzt regelmässig liest man von Bissattacken, von Hundeattacken auch auf Kinder. Und Sie kommen jetzt und sagen, Hundekurs bringen nichts. Ja, es gibt einen Bericht vom Bundesrat, der das analysiert hat. Und dort ist so klar, dass die Kurs eigentlich nichts bringen, ausser einen sehr grossen administrativen Aufwand und Kontrollaufwand. Und mir ist es gar nicht unbedingt um das gegangen, mir ist mehr um das gegangen, also man kann sagen, okay, man hat unter Druck etwas gemacht und jetzt hat man es evaluiert und jetzt sollte man auch wieder mal den Mut haben, etwas aufzuhören zu machen, oder? Weil wenn du immer etwas machst, aber nie etwas aufhörst zu machen, hast du schlussendlich einfach immer mehr. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, um aufzuzeigen, dass man auch mal mit etwas aufhören. Es gibt dann noch ein paar andere Sachen, man kann mit etwas aufhören, wie zum Beispiel die Jungfahrlenkerkurse und die Sachen, wo man zwar immer macht unter irgendwelchen Vorfällen und unter Druck, sogar unter öffentlichem Druck, aber im Endeffekt, wenn man es sachlich anschaut, am Schluss stellt man fest, eigentlich hat das keinen Zusammenhang mit den Hundebissen. Es muss niemand sagen, weil jemand 4 Stunden in einem Kurs war, weiss ich, der Hund weniger oder mehr. Gut, und der Bundesrat sagt jetzt ja, die Kritik von diesem Bericht nehmen wir ernst und lassen die einfliessen in die laufende Revision von der Tierschutzverordnung. Das langt Ihnen, warum nicht? Ja, weil es natürlich eine sehr problematische Sache ist, wenn der Bund so Zeug anfängt zu regulieren. Also jetzt will er zum Beispiel durchsetzen, dass man den Kurs muss machen, Theoriekurs, bevor man einen Hund kauft. Also das gibt einen richtigen Kontrollaufwand, oder? Also wenn man nur einen Hund darf kaufen, einen Ausweis vorlegt, das muss man einen Ausweis drucken, oder? Dann ist wieder die Frage, was ist denn da mit den Ausländern, oder? Ist denn der Ausweis von den Ausländern in der Schweiz anerkannt und umgekehrt? Dann würden irgendwelche Rentner vermutlich, die Kurs noch nie gemacht haben und ihr Hund jetzt mit 77 gestirbt und wenn irgendwie einen neuen Hund sucht, dann muss man auch richtig regulieren. Das gibt einfach, oder, die Sachen sind nie so einfach, wie es nachher dann daherkommt. Es gibt ganz viele Komplikationen mit dem Zeugs und ich glaube, wir haben Wichtiges zu tun als das.
Gut, und dann sagen die einen, ja, was machen wir jetzt einfach, die Eigenverantwortung nicht wahrnehmen, wir warten, bis das nächste Kind unter die Räder kommt oder unter einen Hund kommt. Es gibt ganz viele unangemeldete Hunde, es gibt ganz viele Dunkelziffern in diesen Sachen. Also der, der will, um die Sache sich umschleichen, der kann sich so umschleichen. Da habe ich deutsch und deutlich gesagt, ich bin für gute Kurs, aber nicht für Obligatorium. Oder? Weil wenn die Kurse gut sind, dann tut man die Leute, die das machen wollen, ansprechen. Die Schweizer tut viel in sein Hobby investieren. Und die schlecht sind, die sind in dem System mit der Administration, können die sich schlecht benennen, respektive auch im Unregulierten können die sich schlecht benennen. Und da gibt es andere Massgaben. Ich kann Ihnen sagen, die meisten Vorfälle, die wir hatten, hat man können mit bestehender Gesetzgebung, wenn man es auf der Gemeinde wirklich umgesetzt hat und eingegriffen hat, hat man schon lange vorgehen gegen solche Hundebesitzer. Die Frage ist auch, macht man denn das? Muss man jetzt 100% von den Leuten kontrollieren, weil es 1% oder weniger als 1% der Leute ist, die irgendetwas Fehlbares machen? Ich glaube, da kann man eine gewisse Grosszügigkeit haben und kann das in den Kantonen und den Gemeinden überlassen. Gut, dann schauen wir, wie das weitergeht. In die erste Woche von dieser Sommersession ist die Eröffnung des Gotthard-Basistunnel gefallen. Am 1. Juni. Das Parlament hat die Session dafür extra unterbrochen. Wie und wo haben Sie das Jubiläum miterlebt oder mitverfolgt, Herr Josic? Ja, es hat ja da so einen Sonderzug gegeben, wo wir dort hingefahren sind. Ich bin da auch auf Poleccio gefahren, dort also auf der Südseite. Und dann hat man dort die Jubiläumsfeierlichkeiten können anschauen. Ja. Ist ja sehr kontrovers diskutiert worden. Wie haben Sie es persönlich erlebt? Ja, also ich glaube, also ich persönlich hätte das nicht unbedingt müssen haben. Ich bin auch normalerweise, ich gehe eigentlich nicht an so Ausflüge mit, weil wenn die Session nicht stattfindet, schaue ich eigentlich, dass ich irgendwie meine beruflichen Sachen erledigen kann. Ich bin jetzt dort mit, weil ich sage dann, es ist ein gigantisches Projekt, ein Jahrhundertprojekt, das verkehrstechnisch wichtig ist für die Schweiz. Und darum ist es mir darum gegangen, zu zeigen, dass man das quasi, dass man das wahrnimmt als das. Aber sagen wir, ansonsten eben die Feierlichkeiten, das ist jetzt für mich nicht so wahnsinnig wichtig gewesen. Oder? Mir ist es eigentlich darum gegangen, um das verkehrstechnische Projekt. Herr Noser, wo haben Sie es miterlebt oder mitverfolgt? Also ich bin nicht gegangen. Ich habe den Tag benutzt, um zu arbeiten. Als Ingenieur war ich mehrmals auf dieser Baustelle. Ich habe das während dem Bau gesehen und habe gefunden, dass der fertige Hochglanzbeton wird sich nicht gross unterscheiden von dem, was man sonst sieht. Und ich freue mich dann darauf, mal mit den Kindern durch den Tunnel durchzufahren. Das lange mir. An dieser Eröffnungsfeier hat man auch ein bisschen das Gefühl bekommen, wir sind von ausländischen Staatsgästen, von Nachbarsstaatsgästen sehr höflich und sehr wohlwollend wahrgenommen worden. Aber die scheinen, wenn wir jetzt schauen, ihre Prioritäten dann doch an einen anderen Ort setzen wie wir. Also ich denke, die europäischen Gäste, die gekommen sind, sind natürlich sicher sehr zufrieden gewesen mit der Schweiz, weil das vermutlich das grösste Bauwerk ist, das die EU nicht daran gezahlt hat. Nehme ich jetzt mal an. Und natürlich in der Nord-Süd-Verbindung ein ganz wichtiger Punkt ist nicht nur im Sinn, dass man auch Geschwindigkeit, dass man schneller dort ist, sondern jetzt ist es auch sicherer. Also jetzt kann man sagen, 365 Tage im Jahr funktioniert die Verbindung vermutlich. Und das wird schon eine Bedeutung haben. Ich glaube, das wird auch der Schweiz helfen in den Gesprächen, die man hat, schlussendlich. Dass man sieht, dass das ein Land ist, das sich auch der Verantwortung stellt, der europäischen Verantwortung, und seine Bauwerk macht, auf seine eigene Verantwortung. Das wird sicher positiv sein für die Schweiz. Gut, schauen wir in die Session. Die Ausdehnung von der Personenfreizügigkeit auf Kroatien hat das Parlament in dieser Session gespalten. Beide Räte sagen zwar grundsätzlich ja, der Ständerat will der Bundesrat aber nicht ohne Auflagen zu dieser Ratifikation ermächtigen. Daniel Josic, was hat die außenpolitische Kommission, wo Sie Mitglied sind, vom Ständerat dazu bewogen, so eine Bremse einzuschlagen? Ja, was sie dazu bewogen hat, das kann ich Ihnen letztlich auch nicht sagen, weil ich eine andere Meinung habe. Also ich habe immer eigentlich die Position vom Nationalrat vertreten, und zwar, weil ich glaube, dass die Ausdehnung von der Personenfreizügigkeit, muss ich sagen, steht unter einem extremen zeitlichen Druck. Was
Also weil, Februar nächstes Jahr, oder? Ja, und zwar nicht unbedingt wegen der Personenfreizügigkeit, sondern wegen dem Forschungsprogramm Horizon 2020, wo wir mit der EU abgemacht haben, dass wir bis dann das können ratifizieren. Und das, der Tag ist fix und das ist auch nicht zufällig, sondern es sind genau die 3 Jahre Übergangsfrist nach der Masseneinwanderungsinitiative, die in unserer Verfassung vorgesehen ist. Und wenn man das nicht machen kann, dann sind wir nicht bei dem Forschungsprogramm dabei. Und man muss sehen, das ist ein 80 Milliarden Forschungsprogramm. Es wäre eigentlich das zentrale Forschungsprogramm von Europa. Und wenn wir dort nicht dabei sind, ist unser Forschungsplatz abgeschnitten. Und darum ist das so zentral. Und darum habe ich gefunden, die Situation, dass wir mit der EU eine Lösung finden müssen, ist so schon genug schwierig. Wir müssen uns nicht noch zusätzlich einschränken. Und darum hätte ich es eigentlich begrüßt, wenn man das so genehmigt hätte, wie es der Nationalrat gemacht hat, nämlich ohne Auflagen. Aber jetzt haben wir die Auflagen und jetzt müssen wir damit leben. Gut, es ist ja gleich immer noch die Frage im Raum gestanden, und wenn wir sie da schon als Jurist am Tisch haben, ist es dann jetzt ein neuer völkerrechtlicher Vertrag, der gemäss dieser Masseneinwanderung nicht möglich, nicht erlaubt wäre, oder ist es eine Ausweitung von einem bestehenden Vertrag? Ich glaube, es ist relativ klar, es ist eine Ausweitung von einem bestehenden Vertrag, weil das Schicksal oder von dem Kroatien-Protokoll hängt ja zu 100% an der Personenfreizügigkeit. Das heisst, wenn wir eine Lösung finden bei der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative, dann ist das Kroatien mit drin. Und wenn man keine findet, dann geht das Kroatien dahin. Das kann nicht isoliert bestehen, weil das ja nur die Erweiterung der Personenfreizügigkeit ist. Und von dem her glaube ich, die ganze Verfassungsdiskussion geht ein bisschen an der Realität vorbei. Und ich habe es bezeichnend gefunden, dass die bekannteste Europarechtlerin in der Schweiz, Frey Pinet, einen Artikel geschrieben hat mit dem Titel «Das ist eine politische Frage». Oder? Und das ist es. Wir müssen eine politische Lösung finden für das Problem Masseneinwanderungs- oder für die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative und nicht ein rechtliches Hickhack daraus machen. Herr Nose, warum hat die Schweiz überhaupt die von der EU verlangte Verknüpfung von dieser Personenfreizügigkeit mit Kroatien mit Horizon 2020 akzeptiert? Ja gut, das hat die Schweiz nicht akzeptiert, sondern die Schweiz war einfach ein bisschen dumm gewesen, Entschuldigung für das Wort. Nach dem 9. Februar hat halt der Bundesrat gesagt, dass man das Kroatien-Protokoll nicht ratifizieren kann. Herr Jost hat ja vorher gesagt, eigentlich kann man juristisch auch daran, dass man das können machen. Und dann, aber, also und dann hat halt einfach die EU gesagt, ja gut, wenn die Schweiz so pingelig und spitzfindig ist, dann sind wir auch spitzfindig und haben irgendwie im Horizon in Zusammenhang gefunden mit den Personenfreizügigen und haben gesagt, dann können wir auch das nicht ratifizieren. Ja, aber wie hat die Schweizer Bevölkerung darauf reagiert, wenn am Tag, Montag nach der Abstimmung der Bundesrat gesagt hat, jetzt treiben wir die Personenfreizügigkeit mit Kroatien voran? Also hätte er sie nicht müssen ein bisschen auf Eis legen? Also, ich glaube, ein Bundesrat muss in erster Linie schauen, dass man für die Schweiz etwas Gutes macht. Die Forschungszusammenarbeit ist ganz wichtig für die Jugend, und ist ganz wichtig für die Zukunft von diesem Land. Und ich finde es eine Sauerei, dass der Bundesrat als erstes die Jugend und die Zukunft von diesem Land opfert. Aufgrund von dieser Masseneinwanderungsinitiative. Das war nie eine Diskussion in der ganzen Abstimmung. Keiner, der dieser Masseneinwanderung zugestimmt hat, hat will, dass man das Forschungsabkommen als erstes könnte. Keiner. Und das ist also auch eine Interpretation vom Volkswillen, die ich ein bisschen komisch finde. Warum muss die Jugend als erstes unter dem Entscheid leiden? Warum? Und diese Frage müssen wir eigentlich dem Bundesrat stellen. Und es ist spitzfindig. Natürlich, es braucht Charakter, um vor die Leute zu stehen und zu sagen, warum man was macht. Und es ist natürlich einfacher zu sagen, oh, jetzt kann ich nichts machen. Aber wir müssen natürlich das Land führen und es braucht Leadership in diesem Land. Und ich erwarte, dass der Bundesrat die Leadership wahrnimmt. Gut, jetzt haben wir so eine Übergangslösung, so eine, ich sage jetzt mal, eine halbpatzige Lösung, die läuft aus. Wenn das jetzt nicht kommt, gibt es dann einfach eine weitere Verlängerung von der Übergangslösung, also, oder ist es wirklich so, wo also jetzt alle sagen, es wird scheitern? Also wir haben eine sehr halbpatzige Lösung, weil die Zusammenarbeit also sind um 50% zurückgegangen. Um 50% plus minus, das muss man mal wissen. Also wir haben 2013, 100% gehabt, 2014 hat schon angefangen zu kriseln. Jetzt, Mitte 2015, jetzt 2016, ist die Zusammenarbeit von der ganzen Forschungszusammenarbeit um 50% zurückgegangen. Und jetzt die Vorstellung haben, die EU käme, wenn sie uns sagt, ihr solltet das ratifizieren, überhaupt noch in neue Verhandlungen eintreten.
das ist irrwitzig, das wird nicht passieren. Weil man hat ja miteinander, ist man zusammengesessen und hat über die Forschungszusammenarbeit geredet und man hat miteinander beschlossen, bis im Februar 2017 ist ja miteinander beschlossen worden. Sollte das durch sein? Ich weiss nicht, ob der Bundesrat hätte die Möglichkeit gehabt, zu sagen, es könnte noch ein Jahr länger gehen, weil der Herr Josic hat ja vorher gesagt, sie haben einfach die Dauer von der Verfassungsübergangsbestimmung genommen. Das hat vermutlich sogar die Schweiz vorgeschlagen. Ich weiss, es war nicht dabei in der Verhandlung, aber wenn ich so sehe, was es ist, oder, hat das sogar die Schweiz vorgeschlagen. Also von dem her gesehen, glaube ich, es ist, glaube ich, ziemlich wahnwitzig, um einen, sie werden uns die Übergangsbestimmung nur mal verlängern. Wir sind einfach ein Drittstaat. Als Drittstaat hat man auch gewisse Möglichkeiten, um mitmachen. Aber es ist sicher so, dass die Wirtschaft nicht mehr mitschaffen kann. Es ist so, dass wir keine Projektleitung mehr machen können. Es ist so, dass wir selber nicht Forschungsprojekte anstoßen können, sondern wir können bei bestehenden Projekten, die es innerhalb der EU gibt, einfach irgendwelche Mitmachmechanismen. Aber ich will nicht eine MeToo-Forschung in der Schweiz. Wir sind viel zu gut für das. Wir hätten einen guten Beitrag und wir sollten dort aktiv dabei sein und auch aktiv davon profitieren, wie wir das vorher gemacht haben. Wie sieht es denn aus, wenn man jetzt sagt, okay, wir machen das mit dem Kroatien-Protokoll. Würde das dann Horizon 2020 voll retten, dass wir wieder voll dabei wären? Oder würde die EU sagen, ja nein, eigentlich, wie Sie vorher gesagt haben, interessiert uns zuerst, was macht die Schweiz überhaupt mit dieser Personenfreizügigkeit? Also, was Horizon betrifft, ist völlig klar, das sind also Automatismen. Das heisst, wenn wir bis im Extremfall bis am 8. Februar 2017 ratifizieren, sind wir automatisch voll assoziiert. Und wenn unabhängig, was wir mit der Masseneinwanderung machen? Am 9. Februar. Ja. Und wenn wir nicht ratifizieren, sind wir automatisch nicht, also sind wir Drittstaat. Automatisch, da gibt es nichts mehr zu diskutieren. Aber was auch drin steht, also Freiburg mit Horizon, ist, dass wir nicht dürfen die Personenfreizügigkeit künden. Das heisst, wenn die Masseneinwanderungsinitiative nicht kann so umgesetzt werden, dass es mit der EU kompatibel ist und es käme zu einer Kündigung später, dann würden wir dort wieder die Vollassoziierung verlieren. Das heisst, es hat schon beides, aber der zeitliche Zusammenhang ist jetzt am 9. Februar. Man muss einfach wissen, und das ist ganz wichtig, was der Herr Nosen vorher gesagt hat, das wirkt natürlich jetzt schon. Oder wir sind als Forschungsplatz natürlich jetzt schon geschwächt. Oder? Und wenn Sie schauen, die Spitzenforscher, die kommen jetzt natürlich nicht mehr in die Schweiz. Oder nur noch teilweise in die Schweiz. Weil die sagen, ich gehe nicht in ein Land als Spitzenforscher, wo ich unter Umständen abgeschnitten bin von dem wesentlichen Forschungsprogramm von Europa. Das heisst, das hat jetzt schon Wirkung. Das heisst, mit jedem Tag, wo wir das eigentlich verzögern, schwächt mir der Forschungsplatz Schweiz. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, ist schlussendlich quasi die Lösung ist eigentlich nur die konforme Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative. Sonst richtig. Schieben wir es ein bisschen raus, oder? Das ist der berühmte Satz, der im Parlament gefallen ist. Es gibt keine Lösung ohne Lösung. Das heisst, es gibt für Horizon 2020 keine Lösung, wenn man nicht auch eine Lösung für die Masseneinwanderungsinitiative findet. Nur der zeitliche Zusammenhang. Horizon 2020 müssen wir bis im Februar lösen. Und das andere eigentlich auch. Aber sagen wir mal, der Druck kommt dann nicht von der EU, sondern das ist dann die Situation, wie wir damit umgehen. Weil solange wir nicht aktiv das Abkommen zur Personenfreizügigkeit und damit die bilateralen Eis künden, solange sind wir mit dabei. Oder? Wenn wir jetzt zurückschaut, Herr Nosen, am 9. Februar hat die Schweizer Stimmbevölkerung Ja gesagt zu dieser Masseneinwanderungsinitiative. Im gleichen Jahr, im November, hat sie ganz deutlich Nein gesagt zu dieser Ecopop-Initiative, die das Verhältnis zu der EU auch deutlich geschwächt hätte. Jetzt kann man das auslegen, dass die Schweizer Stimmbevölkerung mit dem Nein zu Ecopop Ja sagt zu den Bilateralen. Also ich glaube, die Schweizer Bevölkerung hat nie ein Problem mit Leuten, die aus dem Ausland in die Schweiz kommen, wirklich arbeiten. Mit dem haben wir nie ein Problem gehabt. Haben Sie zurückgeschaut, wie seit 50 Jahren, man hat nie ein Problem gehabt mit Leuten, die arbeiten kommen. Würde man die Massnahmen, wie man es umsetzt, Personenfreizügigkeit, wieder auf den Fokus legen, also würde man den Vollzug in die Schweiz etwas strenger machen, würde man mit dem bereits viel erreichen und nicht sehr viel Akzeptanz da. Und ich glaube, das hat die Schweizer Bevölkerung wollen sagen. Sie wollen einfach nicht Leute, die kommen ins Land schmarotzen. Da gibt es eine gewisse Kritik dahinter. Die immer objektiv ist einmal dahingestellt. Aber vor dem hat man eine gewisse Angst. Aber Leute, die kommen arbeiten, sind akzeptiert. Und darum glaube ich, wir müssten eigentlich den Mut haben,
in Bundesbern, dass man den Vollzug von der Personenfreizügigkeit wirklich wieder auf den Fokus vom Arbeitsplatz, und zwar vom realen Arbeitsplatz, nicht nur ein Arbeitsvertrag, wo nachher kein Geld fließt oder so Sachen haben, sondern wirklich sagt, der kommt arbeiten, der hat auch einen Lohn, der kann von dem Lohn leben, der kann von dem Lohn eine Familie ernähren, dann hat der Schweizer nicht a priori ein Problem mit dem. Und das wäre der Fokus, den wir müssen hier in Bern und weniger über Kontingente und über Inlandevorrang und so Zeug diskutieren, sondern mehr wieder darüber reden, was wollen wir eigentlich für eine Zuwanderung wirklich und die Leute, die arbeiten können, auch wirklich nett und freundlich begrüßen. Wenn ich will, ich noch anknüpfen darf, ich glaube, das ist wirklich das Zentrale, oder? Dass man möglichst schnell eine Entscheidung suchen, weil die Unsicherheit, die jetzt herrscht, ist eigentlich das Schlimmste. Und genau wie es der Herr Noser gesagt hat, ich glaube auch, dort liegt ein Problem. Und wir müssen möglichst schnell einen Vorschlag machen, wie wir das umsetzen. Und dann muss die Bevölkerung entscheiden. Und wir dürfen auch keine Angst haben vor dieser Entscheidung. Also man hat ein bisschen das Gefühl, man tut sich ein bisschen, Man hat ein bisschen Angst. Dort. Und ich glaube, erstens mal, die Bevölkerung ist sehr weise, wie sie will entscheiden. Und das Zweite ist, sie wird das nicht aufs Spiel setzen. Oder? Weil da sind zu viele Interessen dran. Aber wir müssen für diese Probleme, das Herr Noser geschildert hat, müssen wir der Bevölkerung auch Lösungen bringen. Also das heisst, wenn ich es richtig verstehe, Sie interpretieren das Ja zu der Masseneinwanderungsinitiative eigentlich auch nicht per se als Nein gegen die Bilateralen? Wissen Sie, wie ich es interpretiere, ist völlig, es spielt überhaupt keine Rolle. Aber wir müssen der Bevölkerung sagen, wir haben jetzt die Situation, wo wir nicht wissen, wie soll es weitergehen. Möglichst schnell sagen, wir können euch eine Variante mit Bilateralen und eben gewisse Probleme, wo wir euch gewisse Hilfe mitgeben. Oder dann haben wir keine Bilaterale und setzen die Masseneinwanderungsinitiative 1:1 um. Was wollen wir? Und dann müssen die Leute entscheiden. Möglichst rasch. Und vor dem muss man auch keine Angst haben. Und das ist ein bisschen das, was uns ein bisschen fehlt im Moment. Die Leadership, oder? In der schweizerischen Politik und in der Regierung, die sagt, so, jetzt müssen wir die Entscheidung haben. Also ich will gleich vielleicht, um das Thema abschließen, noch mal auf die Frage zurückkommen. Sie haben gesagt, es ist eigentlich keine Verfassungsfrage. Die Justizministerin sagt schon, es geht momentan nicht mit der Verfassung. Wären Sie denn bereit, eine Kollision mit dieser Verfassung in Kauf zu nehmen, um Horizon 2020 zu retten? Nein, natürlich nicht, aber es gibt auch keine. Oder das Bundesamt für Justiz hat sich ein bisschen verritten, das muss man ganz offen und ehrlich sagen. Sie haben damals, wie es der Rudi Noser gesagt hat, im Frühling 2014 gesagt, gut, dann können wir das auch nicht, das geht jetzt nicht. Oder? Und jetzt kommen sie nicht mehr so richtig daraus raus, oder? Jetzt müssen sie irgendeinen Weg finden und so. Von mir aus hätte man auch hinstehen und sagen, also hört, wir haben das damals falsch gesehen, aber gut, das hat man jetzt nicht so gemacht. Aber für mich das ist keine Verfassungsfrage. Oder? Wenn die namhaftesten Verfassungsrechtler sagen, wir können das, dann kann man mindestens sagen, es ist eine offene juristische Frage. Und in einer offenen juristischen Frage ist es dann am politisch Verantwortlichen seine Interpretation vorzunehmen, das kann das Parlament. Und der Nationalrat hat das gemacht, hat das genehmigt. Und der Nationalrat hat damit im Rahmen des Interpretationsspielraums eine Entscheidung gewählt. Und ich finde, das ist die richtige Entscheidung. Eine offene juristische Frage, Rudi Noser. Würden Sie sie in einer Kollision, für was würden Sie herstehen? Also eben, an und für sich gibt es ja in dem Sinne keine Kollision, weil es ist ja nicht etwas Einmaliges, das wir hier haben. Ist man sich aber nicht ganz einig, oder? Aber man muss aufpassen, es ist nicht etwas Einmaliges. Der Herr Josic hat vorher gesagt, es ist eine politische Frage. Und man muss ja korrekt sein, wenn es eine politische Frage ist und man sagt, ich will beide Varianten prüfen, würde man zwei Gutachter einholen, würde das Argument von den beiden Gutachter geben, würde das nachher der APK in die Kommission geben, die würden das beurteilen. Und das haben wir x-mal, oder? Also ich, meine Alkoholbesteuerung, oder? Haben wir zwei Gutachter gehabt, ist die Lösung verfassungskonform, ist sie nicht verfassungskonform? Hast zwei Gutachter, schlussendlich entscheidet die Demokratie in dem Land, ist es verfassungskonform oder nicht, wenn es Streitfälle sind. Und es ist sonnenklar, es gibt zwei mögliche Auslegungen. Ich behaupte, die Auslegung, dass es nicht verfassungskonform ist, ist sogar viel die Stärke. Oder? Sie müssen mal daran denken, wo die bilateralen Verträge uns vorgestellt wurden, ist die Erweiterung, nicht im Referendum unterstanden. Das Parlament hat im parlamentarischen Prozess gesagt, wir bauen als Sicherheit für die Bevölkerung das Referendum ein.
Das heisst, der Bundesrat ursprünglich in der Botschaft, die es 1998 auf den Tisch gelegt hat, kein Referendum vorgesehen für Erweiterungen. Das heisst, es wäre schon sonnenklar, wir können es auch historisch herleiten, es ist nötig oder nicht nötig. Für mich ist mehr die Frage, warum kommt der Bundesrat auf die Idee, ich tue mich gerade auf eine Linie stellen und schaue die anderen gar nicht zu. Das ist mehr die entscheidende Frage. Das ist jetzt die Frage von der Leadership. Und ich glaube, dass der Bundesrat vermutlich gar nicht mit einer Retourkutsche gerechnet hat von der EU, die eventuell einen grösseren Schaden machen könnte. Wir müssen ja mal schauen, über was wir diskutieren. Erstmal, die Mitbürger von Kroatien sind schon da. Wir haben über 50'000 Kroaten in diesem Land. Es geht um 5 Millionen Einwohner in Kroatien. Verglichen mit 500 Millionen, wo wir Personenfreizüge kennen. Zweitens, wir haben während 10 Jahren Kontingent. Wir haben während 10 Jahren Zuwanderung unter eigener Kontrolle. Also die nächsten 10 Jahre ist das Kroatien-Protokoll das einzige Protokoll, das die Masseneinwanderung zu 100% erfüllt. Also ich will nur sagen, damit ist es klar, also ich sage mal zwei Juristen, drei Meinungen, ich weiß nicht, ob das übertrieben ist, es ist sonnenklar, der Bundesrat hätte Spielraum gehabt, aber er nutzt ihn nicht. Und die Frage muss man stellen, warum nutzt er ihn nicht? Und die Antwort ist vermutlich, weil er eine gewisse Angst hat. Und das ist der Fehler aus meiner Sicht in der ganzen Diskussion. Schade ist einfach, und das tut mir wirklich weh, auf Kosten der Jungen und auf Kosten der Zukunft. Und das finde ich nicht sehr gut. Okay, machen wir einen Gump. Schlussrunde gegangen ist in dieser Session auch die Unternehmenssteuerreform 3. Ein schwieriges Paket und ein schwieriges Konstrukt, weil viele Interessen hier spielen, viele Player mitreden. Aus Sicht des Kantons Zürich aber ganz wichtiges, um allfällige Steuererleichterungen auch wieder zu kompensieren. Im Jahr 2004 haben die Kantone erfolgreich gegen eine Senkung oder gegen weniger Steuereinnahmen haben sie sich gewehrt. Droht dieser Vorlage der Untergang an der Urne ebenfalls? Nein, ich glaube es überhaupt nicht. Weil zuerst ist es einmal eine urgerechte oder urliberale Vorlage. Sie müssen wissen, heute werden Gewinne, die mit einer Connex zum Ausland entstehen, tiefer besteuert als Gewinne, die im Inland bestehen. Neu, mit dieser Vorlage werden Gewinne gleich besteuert. Das heisst, alle Firmen in diesem Land zahlen eigentlich die gleichen Steuern für die gleichen Erträge. Und das ist eigentlich etwas Urliberales, dass man so etwas macht. Das ist etwas, was, sage jetzt mal, die SP schon vor Jahren gefordert hat. Und das ist etwas, was sich jetzt international auch durchgesetzt hat. Und darum muss die Schweiz auch die Anpassung machen, weil international nicht mehr akzeptiert, dass Gewinne, die im Ausland entstehen, tiefer besteuert werden, als Gewinne, die im Inland bestehen. Und die Gleichung muss man machen. Und jetzt hat man gewisse Ausgleichsmechanismen gefunden, die ich glaube, die die Vorlage sehr akzeptabel macht für alle Kantone, insbesondere denke ich auch für den Kanton Zürich ist das akzeptabel, die Lösung, also man wird die Lösung hinkriegen, dass es Diskussionen wird geben im Kanton Zürich mit den Städten zusammen, das ist glaube ich auch die Natur der Sache, aber da habe ich Vertrauen zur Zürcher Regierung und auch zur Vernunft von den verschiedenen Städten, da wird man sich zusammensetzen und auch eine gute Lösung für den Kanton Zürich finden. Gut, also wird jetzt einfach quasi ein Loch bei den Kantonen gestopft mit einem grossen Loch in der Bundeskasse? Also es ist natürlich eine schwierige Vorlage, oder? Und sie ist deshalb schwierig. Ja, aber an der Urne müssen sie es irgendwie am Volk können verkaufen, oder? Ja gut, also irgendjemand dann. Irgendjemand dann, ja. Aber ich sage jetzt einfach, es ist insofern eine schwierige Vorlage, weil es liegt natürlich sehr schnell, dass man einfach schaut, wie sind die Steuereinnahmen heute, wie wäre es nach Umsetzung von der Unternehmenssteuerreform 3. Und das kann man nicht, weil der Status, also die Situation heute, die kann man nicht aufrechterhalten. Das heisst, man kann eigentlich nicht eins zu eins jetzt mit irgendetwas vergleichen, was schon da ist. Oder? Und dann ist immer die Frage, was wäre das Alternativszenario? Und insofern muss man abwägen. Und ich muss sagen, mir ist das Abwägen nicht wirklich einfach gefallen. Oder? Weil man muss wirklich abwägen, was sind die Alternativen, was sind die Folgen für die Kantone, wie kann man das auffangen. Es ist auch nicht ganz klar, wie es dann umgesetzt wird. Oder? Der Kanton Zürich hat ja dann einen gewissen Handlungsspielraum, den er muss umsetzen muss. Ich bin auch zum Schluss gekommen im Gespräch mit den Verantwortlichen im Kanton Zürich, dass es für den Kanton Zürich unter dem Strich eine sinnvolle Variante ist, dass man auch für die Städte und für die Gemeinden wird eine sinnvolle Lösung finden. Aber die muss natürlich noch gemacht werden dann, im Kantonsrat. Und von dem her glaube ich, für mich ist es jetzt ein schwieriger Entscheid gewesen. Ich glaube und ich hoffe, dass es mit der Umsetzungsgesetzgebung für den Kanton Zürich wirklich eine gute Lösung wird sein. Und würden Sie sagen, das Parlament benutzt die Vorlage jetzt nicht, die Reform, die wir machen müssen, um eine Steuersenkungsvorlage daraus zu machen?
Nein, das wäre nicht das Ziel. Oder? Man muss ja vielleicht wieder sagen, was das Ziel ist. Wir haben heute haben wir Privilegien für ausländische Unternehmen, die in die Schweiz kommen. Da kann man darüber diskutieren, wie sinnvoll das ist oder nicht. Aber es hat uns doch sehr viele Steuereinnahmen gebracht und auch Standortvorteile zum Unternehmen anziehen. Und die können wir aber nicht aufrechterhalten in der Zukunft. Das heisst, wir brauchen etwas anderes. Und dann auf der einen Seite will man natürlich Kompensation. Also man will nach wie vor attraktiv sein für ausländische Unternehmen. Aber auf der anderen Seite eben muss man auch schauen, dass man nicht dann das zu Lasten von der öffentlichen Hand macht. Man hat jetzt versucht, ein einigermaßen ausgewogenes Paket zu machen. Ob es dann ausgewogen ist, werden wir sehen. Und es kommt natürlich jetzt darauf an, wie Kantone das umsetzen. Wie ist es denn noch, vielleicht ganz schnell, die OECD hat uns eben den Vorwurf gemacht, die Steuerlöcher, so wie wir sie jetzt haben, müssen wir schliessen. Jetzt die Instrumente, die wir hier jetzt konstruieren, die sind ja nicht alle von der OECD abgenommen. Kann es jetzt einfach sein, dass in 4 bis 6 Jahren oder vielleicht bis 10 Jahren die OECD kommt und sagt, hey, das ist jetzt auch wieder irgendein Konstrukt, das ist verpönt und nicht opportun, das könnt ihr gerade auch wieder streichen? Also ich glaube, man darf sehr gelassen feststellen, erstens, das Steuerrecht wird sich international weiterentwickeln. Es kann sehr seit 10, 15 Jahren etwas muss geändert werden, was wir heute beschliessen. Aber auf der anderen Seite darf man, glaube ich, auch mit Fug und Recht sagen, die 3 Instrumente, die wir jetzt entworfen haben in Bern, die gehen überall in den europäischen Ländern viel weiter. Also, wir können die nicht sehr extensiv auslegen. Also, die Patentbox, die wir zum Beispiel haben, die wird in England und Holland viel extensiver ausgelegt. Die Zinsbereinigung gewünscht, die hat Belgien und Holland viel extremer formuliert. Da hat die OECD nie etwas gesagt bis jetzt. Das Zeug ist schon in Diskussion. Aber ich glaube, wir sind in einem vernünftigen Set geblieben. Also, wir sind da extensiv gegangen, an die Limiten gegangen. Und ich möchte einfach, ich glaube, für die Bürger daheim muss er sich 2 Zahlen merken, wenn er will entscheiden, ja oder nein. Also vorher gesagt, Auslandgewinn wäre tiefer besteuert als die Inlandgewinn. Man muss aber wissen, die tiefer besteuerten Gewinne machen in Bern ungefähr 50% der juristischen Personen von den Einnahmen aus. Also wir reden von der Hälfte der Steuereinnahmen. Und von dieser Hälfte geben wir jetzt mehr den Kantonen, damit sie das Problem lösen können. Und das Loch, das übrig bleibt, da muss sich der Bürger auch noch etwas überlegen. Die letzten 5 Jahre sind die Ausgaben im Bund um 3,6% jährlich gewachsen. Wenn man das Wachstum von 3,6% auf 3,4% zurücknimmt, während 5 Jahren ist das Loch schon gestopft. Das ist die Realität. Also es ist ganz wenig, weniger Wachstum und dann ist das Loch gestopft. Und 3,6% Wachstum in den letzten 5 Jahren ist bedeutend mehr, als die Wirtschaftskraft gewachsen ist. Wir können sowieso nicht in dieser Rate wachsen, das werden wir nicht überleben. Wir werden müssen das Staatsausgabenlebensengewachstum hinkriegen. Es macht es dann einfach schwierig, oder? Wenn man sieht, dass jetzt gerade in dieser Session festgehalten worden ist, dass die Armee 5 Milliarden können ausgeben pro Jahr. Und ich bin kein Armeegegner, aber dort bleibt man relativ stabil. Und auf der anderen Seite bei der BFI-Botschaft, eben wieder bei der Forschung, bei der Bildung, Entwicklung, dass man dort eben dann spart. Oder? Und das wäre von dem her natürlich ein bisschen einfacher oder ein bisschen glaubwürdiger, wenn man eben vielleicht die Prioritäten ein bisschen anders würde. Gut, also und wie würde das dann auch bei einer Volksabstimmung überkommen, wenn man auf der einen Seite sagt, ihr müsst jetzt sparen und man dann auf der anderen Seite so Steuersenkungen durchzieht? Eben, das macht es ein bisschen schwieriger. Und von dem her ist auch ein bisschen der Appell, also ich versuche ja dort immer eine pragmatische Mitte-Variante zu halten. Aber das ist für mich auch ein bisschen der Appell an die bürgerlichen Parteien, dass man dort eben ein bisschen Mass hält. Weil wenn man schaut, die Spardiskussionen, die wir in der letzten Zeit hatten, die Landwirtschaft hat ihre Freunde können retten, die Armee hat können, sich jetzt quasi wie ein Sonderbudget über 3 Jahre je 5 Milliarden können retten. Und auf der anderen Seite kommt Forschung, Berufsbildung, die sonst schon schlecht gestellt ist, kommt dort ein bisschen unter die Räder. Also von dem her wäre es eben ein bisschen einfacher, wenn man dort die Prioritäten ein bisschen anders könnte setzen. Gut. Also, noch kurz, Rudi. Wir müssen einfach eine ehrliche Sprache miteinander führen. Oder? Beim Staat heisst Sparen nie, dass man das nächste Jahr weniger ausgibt als das Jahr. Sondern es heisst immer, dass man weniger mehr ausgibt. Das muss man auch wissen, das heisst Sparen. Und über das kann man glaube ich, immer diskutieren. Einmal mehr ist unsere Sendezeit zu kurz für all das. Wir müssen an dieser Stelle einen Punkt machen. Rudi Nosen, Daniel Josic, danke vielmals für den Besuch bei uns in der Sendung. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das ist konkret zu der endgegangenen Sommersession. Sie mit den beiden Zürcher Ständeräten Daniel Josic und Rudi Noser. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Weiter geht es jetzt mit dem Aktuellsten aus der Region im Report. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Unterhaltung. Auf Wiedersehen miteinander.
konkret auf TeleZ ist Ihnen präsentiert worden von Domo Reisen. domo-reisen.ch